Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 HD, dem Durchgang auf Profi. Sodele, wir sind in Kapitel 1-3 angekommen. Hui, und kriegen direkt wieder so etwas vor die Füße gelegt. Aber das verschwindet ja nicht, das Kräutchen. Das bleibt dort. Was auch gut so ist, ich glaube generell hier drinnen Items einsammeln. Ach komm. Einfach nur, auch wenn ich die Cutscene eh skippen werde, einfach nur damit alles wieder seine Ordnung hat, ne? Damit Leon hier wirklich zum ersten Mal Ada aus dem Augenwinkel gesehen hat. So, du bleibst da. Nettes grünes Kraut. Ich werde jetzt nämlich erst einmal mich um meinen Kettensägenfuß kümmern. Die Brandgranate benutze ich bei dem Typen auch gleich hinterher. Oh oh. Wie er noch in meinen toten Winkel laufen wollte, der Penner. So. Meine Güte. Der wollte Spanken machen, ne? Die anderen Typen haben nichts gedroppt, die bei ihm standen. So, habe ich aber zwei Granaten schon mal verbraucht. Ich habe auch Gewehrmunition verbraucht, also Shotgun-Munition. Das Spiel nennt es Gewehrmunition. Aber wir wissen alle, was Sache ist, oder? Shotgun-Shells. Oh, hier kommt auch nochmal eine Brandgranate. Rein. Ja. Oben das grüne Kraut hole ich mir definitiv noch ab. So, unten gibt es ja dann noch ein kleines Hühnerei. Leon hat zwar nur eine Patrone gebraucht, lädt aber trotzdem zwei nach. Alles klar. Selbst wenn er 6 aufgebraucht hat, lädt er trotzdem immer nur 2 nach, aber ist halt die Nachladeanimation, ne? Damals wurde halt nur eine Nachladeanimation programmiert, egal wie viel man noch im Magazin drinne hatte. Ist ja auch nicht schlimm. Ja gut, nee, hier verwenden. Ne? Hab zwar nicht viel Gesundheit verloren, aber trotzdem, ne? Reicht aus. So. Untersuchen, wie viel heilen die eigentlich? Teilweise? Teilweise? Okay, also ein Fisch heilt genauso viel wie ein braunes Ei. Dann hätte ich doch lieber gerade einen Fisch benutzen müssen und gegen das Ei eintauschen sollen. Dann hätte ich wenigstens wieder 2 Plätze mehr im Inventar. Was soll's? Schon geil, ne, dass ich dieses Inventarproblemchen, sag ich mal, das ich persönlich zumindest oft habe, dass sich das hier auch nicht bessert auf dem Schwierigkeitsgrad, ne? Wie könnte es das auch? Ich habe mich ja absichtlich in die Situation gebracht durch das Farmen der Eier, das weiß ich selbst, ne? Ich habe ja die Hühnereier extra gefarmt, um ein volles Magazin zu kriegen, das weiß ich. Ne, deswegen, keine Sorge, Leute, mir ist das durchaus bewusst. Ach du liebe Zeit. Ah ja, stimmt ja. Grünes Kraut. Ha! Ich wusste gerade nicht, ob ich noch eins zum Kombinieren im Inventar hatte, aber stimmt ja, wir hatten ja vorhin eins eingesammelt. Ah, ich verliere immer so schnell den Überblick über das, was ich eingesammelt habe, weil ich einfach direkt mir denke, okay, weiter zum nächsten. Oh. Bäm. Okay. Wups. Oh no.
Die leben alle noch. Oh, gerade noch so zwischen dem ganzen Looten habe ich gerade noch so die Zeit für den Tritt gefunden. Danke, Leon, dass du das so schnell noch hingekriegt hast. Da wurde uns ja noch die TMP-Munition gedroppt. Stimmt ja. Ich wollte nur noch einmal komplett hier durchlaufen und nach weiteren Nestern Ausschau halten, aber passt schon. So, nachladen, damit ich zwei wichtige Inventarplätze wieder habe. Durch die Munition, die ich jetzt nachgeladen habe. Let's go. Und schon sind wir wieder hier. Hallo, Leute. Oh, wow, 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 wow. Let's go. Nix da. Puh, knapp. Oh oh. Jawohl, jetzt liegen sie alle da, wo ich sie haben will. Jawohl. Ja, bitte. Ich höre noch welche. Wo seid denn ihr? Wo befindet ihr euch? Da oben. Okay. Frage beantwortet. Na. Hast du dir wohl so gedacht? Runter mit dir. Alter, der ist in dem Wasser gelandet. In dem Tümpel da ist er gelandet. Zum Glück kann ich das Zeug noch da rausbluten. Da kann ich ja echt von Glück reden. Wie geil, ey. Ah, nice. War der letzte. Perfekt. So. Und im Übrigen, ja, Leute, ich weiß, ihr habt mir vielleicht schon unter den letzten Part in die Kommentare geschrieben, dass ich zwei Medaillons auf dem Bauernhof vergessen habe. I know. I'm sorry. Man möge es mir verzeihen. Irgendwie war ich über die Eier einfach, also über die Hühnereier so fasziniert, dass, ja. Ich schlicht und ergreifend vergessen habe, die anderen beiden abzuschießen, was aber nicht so schlimm ist, denn schließlich bin ich auch jetzt noch in der Lage, die Medaillons nachzuholen. Und bei der Gelegenheit kann ich noch einmal nachschauen, ob ich immer noch in der Lage bin, auf dem Bauernhof weiterhin die Eier zu farmen, die Hühnereier. Ne? Sieht so aus, als wäre es immer noch locker möglich. Die Hühner sind immer noch alle da. Geil. Wir werden gleich wahrscheinlich wieder fleißig anfangen, Eier zu legen. Aber aufnehmen werde ich keins davon können. Ja, wobei, ich werde wieder ein paar braune aufnehmen können. So viel steht fest. Ich könnte dem Händler eventuell auch ein paar von den Fischen verticken. Wäre auch möglich. ich könnte ihm eine Blendgranate verticken. Das ginge auch. Also generell die weißen, die brauche ich ja eh nicht. Wenn überhaupt, dann nehme ich nur die braunen oder die goldenen. Moment, nee, hier ist es nicht. Ich weiß, wo das eine ist. Ups. Hoppala. Lieber wieder aufstellen, nur für den Fall der Fälle. So. Das eine war ja hier.
Wow. Bisschen tricky mit dem Zielen hier. Und das andere, die werden einem ja zum Glück auf der Map angezeigt. Ah. Habe ich da vergessen. Okay, weiß, weiß. Echt jetzt? Krass. Schon besser? Schält mal eure Eier. So, da werde ich jetzt das hier ersetzen. Nachschauen, ob da hinten ein goldenes gelandet ist. Nein, leider nicht. Egal. Also tatsächlich bin ich immer noch in der Lage, hier die Eier zu holen. Das ist krass. Ich frage mich, wie lange mir das Spiel es quasi erlaubt, hierher zurückzugehen. Wie lange wird das Spiel es mir erlauben? Nur nochmal hier auf den Pfad gucken. Genau, das ist ja ein anderer Schatz. Der kommt woanders. Auch wenn es so aussieht, als ob er da hinten vorkommt, wo wir Louis das erste Mal begegnen. So, das andere Medaillon. Okay. Irgendwo da? Ah, da. Jetzt sehe ich's. Ah, komm schon. Ah, vergiss es, ich gehe näher ran. Sonst ist es ja ein reines Glücksspiel, so wie Leon am Wackeln ist. Alter. Echt jetzt? Boah. Einen Fehlschuss hätte ich ja noch akzeptiert, aber gleich so viele. Boah. Aber naja, ich belasse es schon so dabei. Ist okay. Ist in Ordnung. Gut. Haben wir unser Inventar wieder aufgestockt? Dann sehen wir weiter. Ne? Die TMP passt ja erstmal noch nicht rein. Das ist klar. Aber muss sie ja auch noch nicht. Pistolenmuni kriegen wir hier ja auch sowieso noch einmal nachgeschmissen. Ja, ah, TMP-Muni nochmal. So. Jetzt speichere ich. Zack. So. Perfekt. Und let's go. Hier war ja nichts, genau. Da unten muss ich jetzt erstmal gleich die Laterne abballern. Irgendwie habe ich es aber auch jetzt gerade mit Leon und dem Zielen. So. Hi. Got a select. Und fremder Glück mit den Medaillen gab? Naja, noch nicht. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Eine Blendgranate kommt weg. Thank you. Eine auf jeden Fall. Soll ich nicht sogar gleich beide weg? Nee, eine brauche ich noch. Eine brauche ich noch. Stimmt ja. Ha, die Krähen gleich. Boah, beinahe vergessen. Eine brauche ich definitiv noch. Die behalte ich. What are you buying? Hätte ich beinahe vergessen. Puh, gut, dass ich mich noch dran erinnert habe. Genau, jetzt kommt da noch die Schulterstütze für die TMP dazu. What are you buying? What are you selling? Genau, verkaufen sollte ich schon mal ein paar Schätze. Die Spinelle, komm, alles weg. Rubin, Perlenanhänger, Taschenuhr, elegante Kopfbedeckung. Thank you. Passt. Gut. Jetzt haben wir ordentlich Kohle. Aber ausgeben können wir sie erstmal für nichts, weil ihr seht ja das Dilemma. So ein bisschen. Welcome. Wobei, wie viel sind die Eier wert? What are you buying? What are you selling? Die braunen Eier kosten 600, wenn wir sie verkaufen. Die goldenen sogar 3000. Aufgrund der Tatsache, dass ich von hier aus doch locker wieder zum
Bauernhof rüber kann, könnte ich doch hier jetzt volle Kanne Geld farmen. Aber sowas von. Die Barsche, die kosten sogar noch ein kleines bisschen mehr. Soll ich mal zwei davon verkaufen, damit ich wieder ein bisschen Platz habe? Ich meine, so viel getroffen werde ich in nächster Zeit eh nicht mehr. Ist er oben? Dann nehme ich doch lieber den Platz mit. Oder soll ich gleich alle davon verkaufen, damit ich gleich den großen mitnehmen kann? Ich kann wahrscheinlich auch wieder komplett bis zu dem Wasserloch zurücklaufen, da den großen Fisch holen. Würde doch auch gehen. Oder? Ich bin mir sicher, der würde hier reinpassen. Mit ein bisschen Fummelei. Mit Sicherheit. Tja. Geht einfach nur darum, dass ich nochmal ein bisschen Kohle dazu verdienen kann. Auf die Art und Weise. Alter. Mann. So. Okay. Ich weiß nicht, es ist so ein kleiner innerer Konflikt, den ich gerade habe. Was ich jetzt machen soll. Ich meine, so großartig brauchen werde ich die Kohle jetzt auch nicht unbedingt. Ich komme ja eigentlich erst auf der Insel so ein bisschen in Geldnöte. Davor habe ich eigentlich vom Geld immer mehr als genug gehabt. Und von den Heil-Items auch. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. I'm back anytime. Ich überlege jetzt echt ernsthaft, wenigstens... Na komm. What are you selling? Ich mache jetzt Folgendes. Ich verkaufe die Fische. So. Jetzt laufe ich zurück. Moment. Nur um sicher zu gehen, dass der Barsch auch wirklich passt. What are you selling? Verkaufe ich auch noch ein paar braune Hühnereier. Dann habe ich auf jeden Fall mehr als genug Platz für den Barsch. Ja, wobei ein Hühnerei noch. Verkaufe. What are you selling? Eines noch. So. Die goldenen behalte ich natürlich. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Platz. Dann kann ich jetzt noch einmal zurücklaufen. Den großen Barsch holen, den dann beim Händler verkaufen und anschließend mein Inventar wieder auffüllen mit Eiern. Ne? Das ist jetzt so mein Plan. Mal gucken, ob es klappt. Das kommt ja wirklich komplett drauf an, wie weit lässt mich das Spiel jetzt zurücklaufen. Hier, die beiden Hühner, da brauche ich nicht großartig lange drauf warten. Das lasse ich lieber mal. Bei den beiden Hühnern lohnt es sich ja nicht, die Hühnereier zu farmen. Wir machen es einfach so, wie ich es jetzt gesagt habe. Ne? Ich weiß, dadurch ziehe ich es ein bisschen in die Länge und vielleicht ist es auch komplett unnötig. Aber, Leute, das ist eine Idee, die mir jetzt spontan mit dem Wissen, das ich mittlerweile wieder vom Original habe, gekommen ist, die ich unbedingt ausprobieren will. Einfach nur, um zu sehen, ob es geht. Und wie es scheint, scheint es tatsächlich zu klappen, dass man komplett zurücklaufen kann. Das ist ja auch echt geil, dass man hier im Original auch einigermaßen frei rumlaufen kann. Immer noch. Ne, das ist der Wahnsinn. Also ich hätte jetzt auch erwartet, dass das Spiel hier jetzt gesagt hätte, nö, du kommst hier nicht weiter. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube, ich habe ihn erwischt, aber ich muss ihn zweimal treffen. Oha. Okay, wir haben sogar ein bisschen zu viel Platz gemacht, aber zu viel ist besser als zu wenig. Wie gesagt, ich kann mir die Eier ja jederzeit zurückholen. Also das Verkaufen der Eier ist an sich keine schlimme Sache. So, da bin ich jetzt gespannt, wie viel der wert ist. Im ersten Durchlauf, da haben wir den ja noch gegessen. Da haben wir auf die Gelegenheit gewartet, um den aufzubrauchen. Aber ich bin gespannt, wie viel der Händler dafür springen lässt. Ist ja jetzt ein Tier, das man nicht überall sieht. Ich glaube, wirklich so Fische kann man nur an dieser einen Stelle im Spiel fangen, im Original. Ich weiß es nicht genau. Kann sein, dass es auch ein paar andere Stellen gibt, wo man im Spiel auch Fische fangen kann. Aber
Auf die komme ich gerade gar nicht. Welche das noch sein können. Gibt bestimmt welche. Ne? Ich will nicht behaupten, es gibt auf gar keinen Fall im ganzen Spiel welche. Oder gar keine mehr davon. Ne? Das will ich definitiv nicht behaupten. Es wird safe welche geben. Die einzige Frage, die sich dabei nur stellt, ist, wo? Die werden ja nicht nur an der einen Stelle fangbare Fische eingebaut haben. Das wäre zu schade drum gewesen. Für damalige, auch für damalige Verhältnisse. Ja, mit Medaillen. I know. So, jetzt bin ich gespannt. Da ist er, der schwarze Barsch 2300. Ist ein gutes Taschengeld. Ne? Nur 700 weniger als ein goldenes Hühnerei. Obwohl es die gleiche Menge an Gesundheit wiederherstellt. Also, ne? Da nehme ich natürlich lieber ein goldenes Hühnerei, weil es nur einen Inventarplatz wegnimmt. Jederzeit. So, und mit der herkömmlichen Methode, die ich euch ja bereits gezeigt habe, werde ich jetzt als nächstes drüben im Bauernhof erstmal schön wieder Hühnereier farmen. Ne, und zwar nach Möglichkeit wieder so lange, bis das Inventar voll ist und ich nur goldene oder braune habe. Also dann, ich speichere am besten an dieser Stelle auch nochmal. Denn das wird, glaube ich, auch so mitunter die letzte Möglichkeit für mich sein, die Eier zu bekommen. Denn sobald es dunkel wird in der Story, sobald es dunkel wird, kann ich mir das ganze Prozedere hier komplett schenken. Dann ist es nicht mehr möglich. Dann sind die Hühner hier nicht mehr da. Dann sind eher lauter Gegner nur noch hier. Und ja, mit dem Farmen ist dann Sense. Deswegen, Leute, ich setze jetzt mal einen Schnitt, bis ich wieder genug Hühnereier habe. So, Leute, da wäre ich wieder. Hab den Koffer mal wieder pickepacke voll gefüllt. Und damit gehe ich jetzt auch von hier weg. Weil an goldenen Eiern nehme ich nur das mit, was ich so beim Farmen bekomme. Ich werde jetzt nicht nochmal extra, keine Ahnung, 20 Mal da rein und raus gehen, in der Hoffnung, dass ich noch irgendwie 5 weitere goldene Eier bekommen könnte. Ich meine, guckt euch das hier an. Diese Anzahl an Eiern werde ich im Leben nicht für diesen Durchgang brauchen. Im Leben nicht. Da müsste ich mich schon teilweise von den Gegnern absichtlich hauen lassen, glaube ich. Deswegen, Welcome. Werden wir jetzt natürlich ein paar der Eier wieder verkaufen. Ist ja klar. So, da sind die Brownen. Ich würde sagen, ich verkaufe erstmal 6 Stück. Is that okay? Come. Notfalls kann ich später immer noch weitere verticken, wenn es sein muss. Das ist ja keine große Sache. Ich überlege, ob ich nochmal 3 weitere verkaufe. Einfach nur, damit ich genug Platz generell habe. What are you selling? Komm, 3 noch. Na, ganz ehrlich, guckt euch das an. Wir haben 9 goldene. Und dann noch so viele braune dazu, das ist Wahnsinn. Am liebsten würde ich mir jetzt eigentlich noch die TMP dazu kaufen. Aber da warte ich lieber noch ein bisschen mit, weil aktiv brauchen tue ich sie ja noch nicht. Ich brauche sie erst spätestens, wenn der El-Gigante-Bosskampf ansteht. Da brauche ich sie wirklich. Vorher? Na. Ist sie nice to have, aber ich würde sie eh nicht einsetzen. Das klang persönlich. War das deine Krähe? Ah, yes, sir!
Enge Kiste. Gut. So, jetzt die Sache mit den Medaillons. Lieber näher ran. So. So. Hier drin noch jemand? Nö. Hier war ja die Tussi drin. Die gerade eben schon mit der Sichel auf mich zugelaufen kam. Aha. Na los. 10 von 15. So. Ich kann ja auch immer auf die Map gucken. Da sehe ich dann immer. Alter, ja stimmt. Ah, da hinten waren ja auch noch welche. Das habe ich vollkommen vergessen. Ja. Bei der Brücke. Hier lag sonst nichts mehr, oder? Nö, scheinbar nicht. Hehehe. Sind sogar beide davon verreckt. Ich habe das Dynamit in der perfekten Position abgeschossen. Das war ja Wahnsinn. Sehr schön. Rarariro. So, hier gab es auch keine weiteren Nester, oder? Nee. So, da ist die schöne Kirchenglocke, die man im Remake auch tatsächlich abschießen kann, damit man dadurch den Kampf im Dorf früher beenden kann. Lustigerweise. Im Remake geht das. Ist nun natürlich mit den Waffen, die man am Anfang eines Durchgangs zur Verfügung hat, relativ schwierig. Würde wahrscheinlich nur, oder am besten zumindest, mit dem Sniper-Gewehr gehen. Ich wette, Speedrunner wissen ganz genau, wie sie... Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh. Alter. So, ja, die Sache mit dem Rätsel. Moment, Quatsch. Ich weiß doch, wie das Rätsel geht, ich Trottel. Das, vor allen Dingen deshalb, weil es nicht so schwierig ist. 3 und dann 4. 4. 4. Dann noch einmal die 3. Und wieder 4. 4. 4. Und nochmal die 3. So. Easy. Habe ich doch oft genug gemacht, das Ding. Medaille, Medaille. Hier irgendwo. Oben. Ich wollte schon sagen. Bin ich so blind? Oder gucke ich aus der falschen Perspektive? Keins von beiden. Okay, hier vorne war noch eine. Hier? Ja. Da. Komm schon. Yes. Okay. Jetzt noch die 3 da hinten und dann haben wir's. Schöne Sache. Was? Okay. Wurde Leon gerade angefunkt, weil er nicht in die Kirche kommt? Die Konversation lief vielleicht anders ab. Oh nein. Hui. Da ist er unten gelandet. Moment, jetzt frage ich mich.
als ob das nicht geht. Ich muss so wenige Millimeter von dem Ding entfernt sein. Ah, das ist so schade, dass das nicht klappt. Och, Manno. Weil ich wollte jetzt schön... Zack. Ich wollte jetzt schön die Waffe leer ballern. Ah, das hätte ich jetzt benutzen können. Mache ich jetzt auch. Komm schon, Spiel. Lass mir das doch. Das muss doch mit dem Messer gehen. Das Ding ist so nah dran. Ja, es hat geklappt. Oh mein Gott. Oh, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Oh, es wäre echt gemein von dem Spiel gewesen, wenn das nicht gegangen wäre. Jetzt muss ich nur ganz genau zielen. Von der anderen Seite geht es ja nicht, ne? Das hatte ich schon mal versucht. Da sehe ich leider gar nichts. Nee. Vergiss es, da wird das Ding schön von einem Balken verdeckt. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ah. Oh, dieses verdammte Seil, ey. Ja! Oh mein Gott, ich habe jetzt so Angst gehabt. Ich dachte mir, das passt jetzt von der Schussanzahl, die ich jetzt noch brauche, so perfekt. Da konnte ich gar nicht anders. Hier habe ich ja eher schon alles, passt schon. So, jetzt zurück zum Händler und mir die Punisher holen. Sofort. Oder, lohnt sich das, weil da weiter vorne ist doch eh der Händler. Ne? Also hier. Und ich habe genug Platz im Inventar, dass ich die ganzen Sachen auf jeden Fall mitnehmen kann, die ich jetzt gleich in dem Gebiet bekomme. Komm, ey. Wozu dieses Backtracking? Das ist unnötig. Da wollte ich es mir gerade eben komplizierter machen, als es eigentlich sein muss. Ich dachte, hier wären keine Gegner mehr. Alter Lava! Ich dachte, der erwischt mich im Leben nicht von da. Ich dachte, jetzt hat die KI einen Fehler gemacht. Kacke. Nee, stattdessen habe ich eine Fehleinschätzung gemacht. Oh Mann, ey. Dezent peinlich. Nee, falsch. Bisschen hoch. Bäm! Multi-Kill. Nein, falsch. Wenn überhaupt, weil nicht, dass ich die Waffe aus Versehen noch nachlade. Habe ich gar keinen Bock drauf. Na, komm schon, her damit. Her mit allem. So, habe ich alles? Jawohl. Hier drinnen jetzt natürlich noch das Zeug mitnehmen, versteht sich von selbst, Leute. Mir fällt jetzt erst ein, ich habe auf dem Bauernhof was vergessen. Oh no. Ich habe auf dem Bauernhof was vergessen. Och, scheiße. Ich meine, es ist nur eine Kleinigkeit. Es ist ein Spinell, das ich da liegen gelassen habe. Genau so eins. Und eigentlich ist es das ja gar nicht wert, dafür zurückzulaufen. Aber, ach, ich wollte es eigentlich direkt einsammeln, nachdem ich mit dem Farmen fertig bin. Dann habe ich es komplett vergessen, als ich die Aufnahme wieder gestartet habe. Meine Fresse, ey. Och, ist das dämlich. Och, Leute, es tut mir so leid gerade. Ja, Leute, aber das wäre... Ihr wisst ja, ihr kennt ja den Weg zurück zum Bauernhof. Ich setze jetzt einen Schnitt, bis ich wieder beim Bauernhof bin. So, Leute, da bin ich jetzt auch schon. Es tut mir echt so leid. Oh. Man mag es jetzt für unnötig erachten, dass ich den ganzen Weg jetzt für dieses eine kleine Item auf mich genommen habe. Für dieses eine Spinell. Aber ich konnte euch ja wenigstens den Rückweg ersparen. Deswegen, solange ich das für euch wegschneiden kann und ihr dabei nicht die ganze Zeit zugucken müsst, ne, solange ich der Einzige bin sozusagen, der diese Zeit dann erlebt und, naja, hier einfach, boah, Leute. Solange ich der Einzige bin, der sozusagen den Nachteil davon erlebt, zurücklaufen zu müssen,
ist es ja noch einigermaßen okay. Solange ihr nicht darunter zu leiden habt, sozusagen. Ja, Leute, verdammte Axt nochmal. Und jetzt, wo ich wieder hier bin... Shit. Da habe ich wieder Bock, noch einmal weiter zu farmen. Bis ich wieder den Koffer voll mit Eiern habe, die ich dann zu einem großen Teil sowieso wieder verzichten werde, natürlich. Um genug Platz im Inventar zu haben. Und ein bisschen mehr Kohle. Ah, dann werde ich an der Stelle wieder ein paar Eier farmen und werde einen Schnitt setzen, bis ich dann aber wieder zurück an der Stelle bin, wo ich kurz davor bin, den nächsten Händler zu erreichen. Ne? Da, wo später der Gigante-Kampf stattfinden wird, wo wir die ganzen Kriegen gerade eben mit der Blendgranate weggefetzt haben. An der Stelle sehen wir uns dann gleich wieder. So, Leute, und da wäre ich wieder. Alter, ey, es ist irgendwie schon der Wahnsinn, wie viel Glück ich mit den goldenen Eiern jetzt bekommen habe. Ich habe nicht explizit die Eier gefarmt, aber guckt euch das mal an. Ich habe nicht so viel weniger goldene als braune Hühnereier. Was zur Hölle? Ich habe nur 3 braune Hühnereier mehr als goldene. Ohne speziell auf die goldenen gegangen zu sein. Boah. Glaubt mir kein Mensch am Ende, dass ich nicht auf die goldenen Eier gegangen bin, ey. Ich sag's euch. Dummes Glück. Naja. Jedenfalls können wir an der Stelle auf jeden Fall gleich den Part beenden. Hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man hier auch noch einmal Fische fangen kann. Die Frage ist nur, man könnte sie ja nur mit der Pistole abschießen. Die Frage ist dann, wie lootet man die? Werden die dann hierher gespült oder was genau passiert dann? Weil wenn man die nicht direkt am Steg abballert, wie soll man die dann einsammeln? Na, ist ja Quatsch. So, rat mal, was ich für dich hab. Gut gemacht, Fremde. Jetzt hol dir die versprochene Pistole. Ja, ja, ja. Eins nach dem anderen. Erst einmal, ja stimmt, Pistole kann ich mitverkaufen. Bam. Braune Hühnereier verkaufe ich 9 Stück. Nee. Moment. So, 9 Stück. Ne? Dann habe ich immer noch mehr als genug da. Und später kann ich dann immer noch welche verkaufen. Definitiv. Und übrigens, ihr habt ja jetzt auch gesehen, natürlich habe ich noch ein paar weiße Hühnereier dazu genutzt, um Leon voll zu heilen, wenn ich schon mal gerade da gewesen bin. Ne? Versteht sich ja von selbst. Wäre es schön blöd, wenn ich mich nicht geheilt hätte dort direkt. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert, hä? Oh, jetzt hat er auf einmal wieder volle Gesundheit. Ja, klar, deshalb. Hat sich eben angeboten. What are you selling? So, nee, nicht sellen. Boyen, die Punisher. Die Gratis-Pistole, die ein bisschen besser ist als die normale, aber nicht so viel. Thank you. Aber wir kriegen sie gratis, also... Können wir uns nicht beschweren, ne? Eine Gratis-Knarre ist doch immer was Schönes. So, bevor ich allerdings den Part beende und abspeichere, würde ich ganz gerne noch einmal die beiden, die habe ich jetzt extra ausgelassen. Ah, okay. Hätte ich nicht machen müssen. Ich habe die ausgelassen aus Angst, dass da eben Gegenstände drin sind, die ich nicht mitnehmen kann. Weil, ne, da hatte ich ja noch den Koffer voll mit dem ganzen Zeug hier, dementsprechend wäre es blöd gewesen, wenn dann, keine Ahnung, eine Granate gedroppt worden wäre oder ein bisschen zu viel Munition, als ich tragen kann. Und dann, ja, stehe ich da. Denn sobald ich den Raum verlasse und wieder betrete, sind die Items mit Sicherheit weg. Aber habe ich ja Glück gehabt, war Geld drin. Ist okay. So, Leute, dann speichere ich nochmal an der Stelle. Ich habe ohne Scheiß gefühlt die Hälfte. Ich guck mal ganz kurz, wie viel habe ich jetzt? 2 Stunden 41. Habe ich schon an Zeit hier in dem Durchgang verbracht. Ich habe gefühlt die Hälfte mit dem Farmen für die Hühnereier verbraucht. Garantiert. Mindestens die Hälfte mittlerweile. Ich habe öfter gefarmt, als es mir eigentlich lieb ist, weil ich dachte, ja, das ist nur am Anfang möglich. Dann habe ich ausgetestet, geht es später immer noch.
Hier geht's tatsächlich immer noch, aber allerspätestens, mit Sicherheit, allerspätestens, sobald man den Delago-Bosskampf hinter sich hat und es eben Nacht wird, dann allerspätestens ist es nicht mehr möglich. Da bin ich mir sicher. Weil dann eben nicht einmal annähernd so viele Hühner noch auf dem Bauernhof sein werden, wenn überhaupt noch welche da sind. Dann sind ja stattdessen lauter Gegner da, die dann eben Ashley abfangen wollen. Dementsprechend, ja, gehe ich davon aus, das wird jetzt die letzte Chance sein, beziehungsweise wenn wir Delago, bevor wir Delago bekämpfen, das wird die allerletzte Chance sein. Aber ich werde jetzt nicht noch ein weiteres Mal dahin gehen, Leute. Ich habe genug gefarmt, um ehrlich zu sein, für diesen Durchgang. Guckt euch mal die Ausbeute an, das ist der Wahnsinn. Also, boah, würde mich wundern, wenn ich tatsächlich Heil-Item-Knappheit bekomme in diesem Durchgang. Würde mich wundern. Auch mit dem erhöhten Schaden würde es mich durchaus wundern. Ich werde wahrscheinlich irgendwann in diesem Durchgang diese Worte bereuen, aber ist mir egal. Ich kann einfach nicht anders, als das jetzt gerade zu sagen. Und guckt euch mal das Taschengeld an, das wir mittlerweile auch bekommen haben. Ne? Die Eier waren ja auch nicht so ganz billig. Also wir konnten die auch noch für gutes Geld einigermaßen verticken. Das ist doch auch nochmal eine nette Sache. Also alles in allem, gelohnt hat es sich definitiv. Ne? Ob für das Geld, ob für die Heil-Items, egal. Ne? Gelohnt hat es sich so oder so. Wir können eigentlich gar nicht besser vorbereitet sein für diesen Durchgang. Gut, Leute, dann würde ich an der Stelle für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.